Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2 mit mir Teuvo LP, aka Teuvo Let's Play, damit ihr meinen alten nicht mit meinem neuen Kanal verwechselt. Ja, ich würde sagen, wir holen uns direkt mal einen neuen Wagen. Ja, genau, warum habe ich einen neuen Wagen? Weil ich einen neuen Kanal habe, nein, Spaß. Neuer Wagen deshalb, weil ich das letzte Mal da, wo ich aufgehört habe, auch Spiel beendet habe. Und ja, das hat ihm nicht so gereicht und deswegen wollte er dann doch lieber, dass ich das nochmal mache. War zum Glück ganz nah, aber an sich finde ich es ein bisschen doof, dass die Save Points hier so relativ schlecht oder selten zumindest gesetzt sind. Ein Schubert Beverly, den kenne ich noch gar nicht, vielleicht ist er sogar neu. Wow, er rutscht auf jeden Fall. Spricht aber dafür, dass er ein bisschen Leistung hat, weil sonst würden die Räder nicht durchdrehen. Na gut, klar ist auch rutschig und alles wegen dem Regen, aber trotzdem. Ich versuche den Wagen unbeschadet zu uns in die Wohnung zu fahren. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hinfahren. Fahren wir jetzt zu uns nach Hause wieder? Oder fahren wir jetzt zu unserer Schwester? Ja, ansonsten, was kann ich mal sagen? Ich kann eigentlich eine ganze Menge sagen. Und zwar jetzt hier ein neuer Kanal. Ihr seht es ja schon. Irgendwie voll wenige Abonnenten. Was ist denn da los? Weiß ich leider auch nicht. Von den 460 ist nicht so viel übrig geblieben, wie ich es mir erhofft hatte. Aber gut, da sieht man halt, ich sag mal, wer aktiv ist und wer ein bisschen treu ist und wer halt irgendwie nicht. Ja, da sind wir wieder bei uns. Ich parke den Wagen mal gleich in der Garage. Aber ja, davon abgesehen, ich habe auch gesehen, es sind ein paar neue Leute dazugekommen. Das freut mich natürlich auch. Ich bin hier noch fleißig in meinem neuen Projekt am Arbeiten. Ganz kurze Sache. Wenn ihr, also ich weiß eh nicht, wie viele Leute das jetzt sehen auf dem neuen Kanal. Wahrscheinlich nochmal weniger als früher. Aber wenn ihr gute Intros machen könnt und gerade ein bisschen Zeit habt, dann meldet euch doch bitte, weil ich bräuchte gerade mal ein cooles neues Intro. Nicht für meinen Kanal, sondern für mein neues Projekt, was ich da am Planen bin. Oh fuck, ich hoffe mal die Polizei kommt nicht so hier nah. Zumindest nicht während ich das Schloss am Knacken bin. Ah, da oben läuft der Polizist. Der sieht aber wegen dem Regen nix. Das freut mich, der Walker Rocket. Gehört das nämlich erstmal mir. Er ist eine zwanghafte Zusammenstückelung von Wagen. Nein, du fährst mir nicht gegen meinen Wagen, Alter. Aber... Scheiße. Dieser Wagen sieht einfach geil aus und der fährt sich, glaube ich, auch relativ geil. Ah, fuck, bin ich dumm. Okay, nein, was wollte ich denn? Nein, das wollte ich nicht und das wollte ich. E gedrückt halten, um Fahrzeug zu wechseln. Ja, nehmen wir halt den. Ich will aber einen parken, bitte. Wie kann ich denn? Ach so, ist die Garage voll? Mach Platz, um herausfahren zu können. Jetzt bin ich echt gewundert. Ja, 10 von 10. Okay, was ist denn scheiße? Der ist geil. Der ist geil. Der ist scheiße. Den nehmen wir. Wir fahren ihn hier vorne auf die Straße. Irgendwo hier hin. Ist ja auch egal. Dann gucken wir nochmal ganz kurz. Tut mir jetzt leid, aber muss jetzt hier mal ein bisschen Ordnung schaffen. Walker Rocket, Escort Bailey, Schubert, Schubert, Smith Mainline. Wobei das ist eigentlich ganz cool. Aber auch nicht cool genug, leider. Und ist er hier schön am. Während dem Regen am Arbeiten? Ne, ich muss den reparieren, glaube ich. Muss ich den überhaupt reparieren oder geht der? Ach, der ist nicht mal abgeschlossen. Oh nö, hat er jetzt echt Motorprobleme. Ich hoffe mal nicht. Was kostet die Reparatur? Ich fahre mal kurz hier rein und gucke mal, was die Reparatur kostet. Wieso? Ach, ich kann den gleichen wahrscheinlich nur einmal drin haben, oder was? Wurde mir vorher aber auch nicht gesagt. Na gut, wir lassen ihn jetzt einfach mal da stehen. Oh ja, Kofferraum öffnen, vielleicht ist eine Leiche drin. Nein. Schade. Ja, mein neues Projekt. Was kann ich darüber sagen? Was will ich darüber sagen? Ist wahrscheinlich eher die Frage. Unser Telefon klingelt. Also mein neues Projekt ist in gewisser Art und Weise ein Let's Test oder Let's Show oder sowas. Aber ich würde es nicht als Let's Test oder Let's Show bezeichnen. Deswegen heißt es auch anders. Und wir hören uns jetzt erstmal an, was uns da jetzt irgendwer zu sagen hat. Wie? Es hat doch geklingelt. Will er mich verarschen? War ich zu langsam oder was? Bitter. Was ist jetzt los? Soll ich jetzt raus oder rein?
Was will denn jetzt von uns? Ach, oder wir sollen schlafen gehen wahrscheinlich. Oder vergeht jetzt eine Zeit? Ne, er speichert und... Das war richtig, okay. Na gut. Fackel die Bude ab! Wer ist das? Alter. Was? Scheiße. Gleich mal weg hier irgendwie. Wasser in der Dusche anstellen. Können wir hier raus? Ja, können wir. Aber... Was? Unser ganzes Geld ist weg. 14.000! Und wir haben keine Waffe, oder was? Ja, töte mich doch. Wieso läuft jetzt in der Unterhose? Kann er mal bitte rennen und nicht... So. Alter, was wollen die von mir? Wieso ist jetzt mein ganzes Geld weg? Ich habe eben gesehen, dass mein komplettes Geld abgezogen wurde. Ja, gebt euch doch bitte. Kann ich wieder einsteigen oder so? Nein, natürlich nicht. Rennen die mir hinterher? Ist die Frage, ne? Egal, den Wagen holen wir uns jetzt. Tut mir leid, wir haben auch immer gehört. Aber das ist jetzt ab jetzt meiner. Oh ja, da kommt schon einer angerannt. Ujo. Nein, weg hier. Kommt jetzt auch im Wagen. Ah, noch geiler. Geilerer Wagen. Wenn die Polizei den jetzt kaputt fährt? Nein, okay. Na also, los geht's. Wolltest du vielleicht... Danke. Darf ich hier vielleicht auch mal durch? Okay. Tür zu. Geht doch. Ach, hat gepasst, da war nix. Ja, auf jeden Fall schade jetzt, dass wir irgendwie das Telefonat verpasst haben, aber bestimmt irgendwas Cooles. Oder es war extra, dass wir es verpasst haben, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, letzter Test, aber irgendwie auch nicht. Ich werde es in der ersten Folge erklären. Einziges Problem ist, ich brauche dafür noch ein Intro. Ich will dafür ein Intro, habe mir jetzt auch jetzt rausgesucht, das klappt aber alles nicht. Cinema 4D, voll kompliziert. After Effects habe ich auch keine Ahnung von, und deswegen ist das alles ein bisschen problematisch gerade. Und diese Templates zu verändern, die es gibt, ist irgendwie auch nicht so der Bringer, weil das funktioniert dann auch immer nur so halb. Und deswegen muss ich da mal gucken, was ich jetzt mache. Oder ich mache halt die ersten Folgen ohne Intro und mache dann erst später eins rein, aber das will ich eigentlich auch nicht. Eigentlich hätte ich gerne schon, wenn dann schon von Anfang an für das Format eins. Aber gut, da gucken wir mal. Da wird sich auch noch eine Lösung für finden. An sich habe ich mir gedacht, dass das wahrscheinlich immer Samstag losgeht, also Samstag erste Folge, Sonntag zweite Folge, Montag dritte Folge. Mehr darf ich, eigentlich darf ich gar nicht sagen, wie viele Folgen es werden. Also egal, also auf jeden Fall, oder habe ich das schon mal gesagt? Ne, ich glaube nicht, ne? Also, wenn ihr es jetzt wisst, seid ihr cool, wenn ihr es nicht wisst, seid ihr ganz normal, weil dann könnt ihr es nicht wissen eigentlich. Also auf jeden Fall, ein paar Folgen so über die Woche verteilt, ne? Mehr sage ich jetzt erstmal nicht zu. Und, ja. Wahrscheinlich kann sich eh schon jeder denken, oder? Kann man sich das jetzt schon denken? Müssen wir mal sagen, ob man sich das jetzt eh schon denken kann. Wieso kann ich den Wagen da nicht reinparken? Weil ich schon so einen ähnlichen in der Garage habe, oder was? Richtig assi. Ja, ansonsten bin ich gerade den neuen Kanal am Einrichten. Design wird noch gemacht, also Kanaldesign, Beschreibung bin ich noch am Anpassen. Ich bin noch voll viele alte Videos am Hochladen, das heißt alt. Welche, die jetzt vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen online gekommen sind, beziehungsweise welche, die noch in den nächsten paar Tagen online kommen. Alles schon am Hochladen. Warum leckt's denn jetzt gerade so ein bisschen? Joe Barbaro, ich stehe hier in der Unterhose vor dir. Wie, du bist nicht zu Hause? Joey, ich bin hier in der Unterhose, da stehst du noch drauf. Komm, mach mal auf. Komm. Ich glaube, das wird nichts. Ach doch. Ich komme. Grillst du neuerdings in Unterwäsche? Ja. Kann ich reinkommen? Oh, ja. Ja, sicher. Ich hol dir einen Drink. Finde ich sehr nett. Achso, da kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, ob ich rein will oder nicht. Ich muss mit rein. Scheiße, was ist denn jetzt los? Nett, was? Mann, naja. Was ist denn hier passiert? Ich habe die Bude ein bisschen aufpoliert. Aha. Wie findest du's? Ist naja. Sehr originell. Ja, was? Habe ich selber gestaltet. Zum Glück nicht ein bisschen viel rosa oder so? Nein. Voll männlich. Ah, Junge, ganz viel Geld auf dem Tisch. Das klauen wir uns erstmal gleich. Was ist passiert? Hier für dich. Diese drecksverfluchten Iren. Was ist mit ihnen? Was haben sie getan? Sie wollten mich umbringen. Was? Und sie haben mir die Bude abgefackelt. Ach du Kacke. Also, was willst du machen? Willst du jetzt die Sache mit den Iren regeln?
Darauf kannst du Gift nehmen. Gut, beruhige dich. Trink was und lass mich ein paar Anrufe machen. Und hol dir was aus meinem Schrank. Also du willst in Unterhosen den Rächer spielen. Danke. Ich hab schon gedacht, du fragst nie. Du musst dir was anziehen. Ach, muss ich das? Wirklich? Hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Hemd mit Hose. Hey, hier ist Joe. Ja, ich weiß. Ah, Made Man Pack, FTW. Hammergeil. Dadurch, dass ich den DLC habe, könnte ich mir jetzt auch so einen geilen Anzug holen. Aber nee, wir ziehen uns jetzt mal hier schon so ein stylisches Hemd mit Hose an. Haben, wenn du es mir nicht sagst. Toll, ein beknacktes Clownskostüm. Schlimmer kann es nicht mehr kommen. Oh, ach so. Das erklärt ja einiges. Wo ist er jetzt? Ja, aha, ja, ich weiß, wo das ist. Okay, danke. Wir haben jetzt also Joes Klamotten an. Hey, endlich beweist du mal Geschmack. Ich will das Hemd übrigens wieder haben. So was Feines kriegt man heute nicht mehr. Ja, und zwar aus gutem Grund. Wo geht's denn hin? Zum Hill of Terror. Das ist früher auch schon im getragen. Im irischen Laden in Kingston. Komm, ich erzähl dir den Rest im Wagen. Haben wir Waffen? Sehen wir jetzt nicht. Schade. Ich wüsste gerne, ob ich Waffen habe. Aber ich glaube, ich habe keine. Achso, schließt er noch ab, oder was? Oh, er hat abgeschlossen. Geh mit Joe mit. Ja, wahrscheinlich muss der eher mit mir mitgehen, so langsam wie der ist. Na, was gibt's hier so? Die Obdachlosen sind weg, die Hunde auch. Keine Ahnung, ob die noch leben oder ob die irgendwie inzwischen... Weiß nicht, wo das hingezogen sind. Tot sind. Hat nicht eben gerade noch Nacht? Wieso ist es jetzt auf einmal so hell hier? Na los, steig ein. Naja, halb Nacht. Wie? Na los, steig ein, das ist doch mein Wagen. Ach so, in seinen? Na, als ob ich jetzt mit deiner Kacke... Oder? Was okay, hat das für ein Wagen? Hast du in letzter Zeit was von den Iren gehört? Ja, die haben mir gerade mein Haus abgefackelt, du Vollidiot. Alter Joe, manchmal... Na, nichts. Warum? Die Iren haben einen neuen Boss. Er heißt Mickey Desmond. Ein paar andere würden gern seinen Platz einnehmen. Also will er allen zeigen, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Schöner Wagen, aber nein. Was hat der Scheiß mit mir zu tun? Brian O'Neill, er war Desmonds Cousin. Hätte ich mir denken können. Ich wette, dass er gerade unten in dem Drecksloch ist und sich mit den Iren eins ins Fäustchen lacht. Fahren wir hin und kümmern uns um ihn. Das ist der Plan. Sind wohl nicht mehr viele von ihnen übrig. Wir stürmen den Laden. Die scheißen sich vor uns in die Hose. Das ist sehr guter toll, Plan. Aber... Ich habe keine Waffen. Fackelt einfach mein Haus ab. Leg dich ab, wir sind gleich da. Ich habe aber immer noch keine Waffen. Scheiße, du brauchst eine Würme. Hätte ich fast vergessen. Ja, wäre gut, wenn du eine hast. Wenn nicht, dann wirklich sie halt mit... Ah, ich hätte doch diese geile Pistole, diese mit voll viel Munition. Hier ist sie, bitteschön. Danke. Ich hätte doch diese eine geile, die voll die Riesenmagazine hatte. Was habe ich denn jetzt für eine? Weiß man natürlich mal wieder nicht. Bitte habe ich wieder die, weil mit dieser normalen, die war voll scheiße. Schalten Sie uns an. Ja, stich, ich bin in Eile. Geben wir mal ein bisschen Gas hier, der Wagen schafft es doch. Und Handling hat auch ganz gutes. Oh, da sollten wir rein. Na, bisschen schwerfällig vielleicht, aber sonst echt ganz gut. Nur noch geradeaus, oder was? Wir fahren genau auf den Punkt zu. Boah, jetzt kriegt dieser scheiß Ire aufs Maul. Hast du nicht gesehen, dass rot war? Was? Was bockt mich zur Ampel, Alter? Ja, ey, gerade hatten wir noch so einen Plan, dass wir den töten, aber nein, vollkommen egal. Was habe ich jetzt für eine Waffe? Willst du uns Angst einjagen, Junior? Hast du mich gerade Junior genannt? Du legst dich mit dem Falschen an. Bam, 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 bam. Na ja, doch, komm mal gegen dich. Wow, der hat mich geboxt. Gibst du schon auf, Riesenbaby? Joe, hilfst du mir vielleicht? Joe? Joe? Ist ja nicht so, als wenn wir ein Team wären, Joe, ne? Eins, zwei und drei. Zeig nie wieder mit einer Waffe auf mich. Ich darf das, aber du nicht. Fuck! Nein, 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 ich war das nicht. Ich war das nicht, ihr habt gar nichts mitbekommen davon. Ach, Joe steht daneben. Joe war's. Joe war's. Eindeutig Joe. Achso, ich stehe einfach nur da. Okay, gut. Achso, ja. Gut, der ist tot. Egal. Tschüss. Oder was? Hä, wo ist denn der Eingang? Nicht da? Ach, hier.
gesagt. Er ist mir entkommen. Der Feigling ist weggelaufen. Aber ich finde ihn. Und dann werde ich ihn... Du warst doch der abgehauen ist, Arschloch. Oh, Mist. Du hast wirklich Nerven. Ja, hab ich. Deckung. Du bist... Oh, wow. Was? Mist. Hä, was? Das der hat noch nicht mal eine Kugel verschossen und sagt, ich hab gleich keine Munition mehr. Was ist mit dem los? Hä? Alter, Joe! Vollidiot! Boah, Joe ist so ein... Achso, der hat keine Munition oder was? Keine Waffe? Teilweise ein bisschen gewöhnungsbedürftige Musik, die hier läuft, aber... Naja. Kann ich hier irgendwie Jukebox benutzen? Du hast nicht genug Bares! Ich hab gar nichts. Kann man die nicht irgendwie hacken oder so? Was kann ich stehlen? Brandy? Auf ein Brandy schadet nicht. Gibt uns HP? Oh ja, gibt uns HP. Sehr schön. Hat's dir sogar gelohnt. Oh fuck. Kaffee stehlen. Oh fuck. Egal, wir trinken Kaffee. Fuck. Na komm. Musst du nachladen? Doof, ne? Weiter so, Vito. Früher oder später krieg ich dich. Trink mir noch einen Kaffee. Du schießt wie meine Schwester. Hast du gerade mich bel... Nein, ich wollte kein Bier, ich wollte telefonieren. Aber gut, fast das Gleiche. Besoffen telefoniert sich's besser, oder was? Kann ich nicht mal irgendwie einen von den Mafia-Bossen anrufen, damit die mir irgendwie helfen und mal ein paar Leute vorbeischicken oder irgendwie eine Wohnung organisieren oder irgendwas? Gib mir Deckung, Vito! Wie Deckung? Hä? Was laberst du? Gibt's hier noch irgendwo lang? Da ist ein Heft. Da geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter, okay. Ich weiß nicht, ob wir mit der automatischen Waffe schießen sollten. Ja, wir nehmen einen Revolver, oder? Hast du Schiss, Arschloch? Hä, wohin schießt du? Joe? Hä, wohin hat der geschossen? Hat er gerade versucht, den da hinten zu killen? Den da? Assi. Was hast du für Probleme, Joe? Den hier dürfen wir nicht töten, nehme ich an. Doch, der ist neutral. Neutral ist ein Feind. Tut mir leid. Ist hier jemand? Nö. Gut. Welche denn? Die oder die? Oder... Ne, die geht gar nicht. Dann nehmen wir die halt, keine Ahnung. Achso, okay. Das war wohl die richtige. Hey, in dem Wagen sind doch mehr von denen. Los, sonst entwischen sie uns. Okay, komm, du fährst. Ha! Von wegen nix fahren. Okay, das war's. Verstanden. Ja, Arschlöcher. Tja, das wäre wohl geklärt, hm? Das bringt mir mein Haus auch nicht zurück. Keine Sorge, das war ja einfach. Bald hast du genug Kohle für ein neues. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Also dann, Joe, willst du vielleicht schießen? Ist doch in Ordnung, wenn ich auf deiner Couch penne, oder? Ich habe sogar noch was Besseres. Hier, nimm diese Schlüssel. Sie gehören zu Martys Wohnung. Ich versuche sie gerade für seine Mutter loszuwerden. Solange kannst du sie benutzen. Ich hoffe mal, der Typ hat irgendwas noch dabei. Ach, Desmonds Geld nehmen. Da stand Desmonds Geld nehmen. Desmonds Geld nehmen. $500. Geht doch. Ich würde schon sagen, da lag doch irgendwas. Das ist alles? Lässt mich wieder einsteigen. Lässt mich wieder einsteigen. Ne, du bleibst da. Ja, dann. Danke. Hey, brauchst dich nicht zu bedanken. Joe hat doch eh nichts gemacht. Alt, um auf meiner Couch zu ist doch alleine gemacht. Außerdem habe ich sie. Achso, ja, danke für die Wohnung, aber nicht danke für die du Hilfe. Du sollst sie nicht versauen. Martys Wohnung ist in Oyster Bay. Aha, und wo liegt Oyster Bay? Willst du dich jetzt mal gucken? Wo liegt Oyster Bay? Da liegt Oyster Bay. Na gut. Hey, wir können jetzt automatische Waffen kaufen. Harry! Für $500. Die Frage, ob wir da viel kriegen, ne? Nicht wirklich. Was da gerade gelaufen ist, macht noch lange nicht alles wieder gut. Hey, das, was da alles verbrannt ist, war nur Krempel, Vito. Ja, $14,000, ne? Das waren meine Sachen, Joe. Warum glaubst du, mache ich diese ganze Scheiße mit? Um Sachen zu kaufen. Anzüge, Autos, Beute, Häuser. Jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Ich habe mir geschworen, nie wieder arm zu sein. Oder als Abendrad. Was lustig ist, genauso fühle ich mich auch. Jetzt darf ich wieder von vorn anfangen. Ich verstehe. Boah, verpisst euch mal. Du bist in 0, nix wieder auf der Höhe. Bei dir ist das Glas immer halb voll, oder?
Wow. Wow. Ah, Joe wurde weggefetzt. Gib mir Deckung. Oh, knallt er die ab? Oh, der knallt die ab. Joe, du bist geil. Oh, junge Joe. Alter, Joe hat sie doch nicht mehr alle. Oh, Joe, ich warte jetzt erstmal, was der macht. Du schießt wie meine Schwester. Oh, ich glaube, ich gehe mal lieber weg und lass ihn das erledigen. Kann ich hier da auch in Deckung gehen? Naja, eher nicht. Oh, wieder mal einer abgekratzt. Oh. Das macht man aber nicht, Joe. What the fuck? Oh, Alter, Joe ist so ein Assi. Ohne Witz. Oh, richtig krass. Wieso wollen die mich jetzt? Ich hab doch gar nichts gemacht. Joe, mach das mal. Hast du Schiss, komm. Arschloch? Na los, Joe. Das ist alles? Oder nee, Joe regelt das. Ich geh jetzt halt mal einkaufen. Ich bin's, Vito. Rein mit dir. Oh Gott, Joe. Oh, hi, Joe. Wie geil. Ohne Witz. Richtig geiler Typ. Bei mir findest du jede Knarre. Oh, Thompson. MP40. Magnum K98 Gewehr. Was ist das für eins? Karabiner. Okay, Schrotflinte. Granate. Und diese Pistole. Okay, was ich brauche, ist, glaube ich, keine Granate, ist, glaube ich, keine Schrotflinte, ist aber, glaube ich, ein Gewehr. Heil, Vito. Mit schön viel Muni. Wie meine Mutter immer sagte, man kann nie genug Munition haben. Da hat deine Mutter wohl ausnahmsweise mal recht. MP40 kaufen wir ein bisschen. Wie meine Mutter immer sagte, man kann nie genug Munition haben. Nee, die Waffe wollte ich mir auch gar nicht kaufen. Moment mal, was habe ich jetzt gekauft? MP40 habe ich voll, Magnum habe ich voll und K98 Gewehr habe ich voll. Das reicht eigentlich. Noch eine Granate? Hier, bitte, Vito. Zwei. Im Geschäft umsehen stand da eben irgendwo. Wo macht man das? Hä? Da war's? Achso, nee, ist einfach. Im Geschäft umsehen ist nur. Achso, ja, nur an den Tresen gehen da. Ne, okay, das reicht mir schon. Dankeschön. Was immer du treibst, es ist gut fürs Geschäft. Was auch immer du treibst, ist gut fürs Geschäft. Ja, was könnte ich wohl treiben? Oh, Scheiße, wollen die mich jetzt immer noch festnehmen? Nee, ne? Achso, es sind nur noch die Polizeiwagen von den ehemaligen Polizisten, die war früher mal standen. Das ist natürlich, nicht so schön. Die armen Polizisten. Aber ich würde sagen... Was macht der? Joe! Du Psycho! Mehr kannst du nicht? Ich hab mir in die Hose geschissen. Nee, doof gelaufen. Schießt jetzt auf alle ihren, oder was? Oh, fuck das... Oh, jetzt wird er festgenommen. Pech gehabt, Joe. Ach, der gibt denen Geld. Der besticht die. Okay, und jetzt Abflug, bevor ich mir anders überlege. Oh, der hat gerade jemand abgeknallt. Hier, kriegst mal $10. Schon okay. Hey, Augen auf! Ich will dir mal so ein bisschen umherschubsen. Gib mir Deckung! Du bist mausetot! Los, Joe! Du machst das! Oh, Joe! Ach, Joe! Ich glaube, das kostet dich ganz schön viel Geld. Was? Sind die denn mir her? Fick dich! Kann ich mal ihren Ausweis sehen, Sir? Nein! Nein, kannst du nicht! Nein! Danke, Sir. Abby, das war's? Joe? Gib mir Deckung, Vito! Oh. Ach, Joe. Gib mir Deckung. Oh. Gib mir Deckung. Sorry, ich glaube, sein Geld ist alle. Ich glaube, sein Geld ist alle. Der hat kein Geld mehr zum Bestellen. Oh, doch, Alter. Altersvorsorge. Ja, Altersvorsorge. Hey, Augen auf. Na. Nicht, dass du noch sauer wirst, weil ich dich schubse. Es ist vorbei! Nicht auf mich! Ach, Joe.
Nicht schlecht, was? Naja, je nachdem aus welcher Sicht, ne? Also für mich, mir ist das egal, aber... Naja. Krieg ich nicht mal irgendwie die Muni dafür? So... Du schießt wie meine Schwester. Wir müssen doch noch eine sechste Kugel haben, oder? Ah ja, so. Boah. Okay, Leute, ich glaube, das war jetzt echt lang genug. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.